Nach dem Fund einer übelriechenden Flüssigkeit haben die Grünen eine Wahlkampfveranstaltung mit Außenministerin Annalena Baerbock in Lübeck am Samstag abgesagt. Grünen-Sprecher Steffen Regis. Ja, das ist ehrlicherweise schon eine Tat, die einen erstmal schockiert im ersten Moment und im zweiten Moment aber auch die Entschlossenheit natürlich wächst, gerade mit voller Entschlossenheit auch diesen Wahlkampf weiterzuführen, sich jetzt hier nicht kleinkriegen zu lassen. Wir werden heute Abend eine Veranstaltung in Ahrensburg mit Annalena Baerbock und Monika Heinold stattfinden lassen und wir werden auch weitere Veranstaltungen stattfinden lassen und vor allen Dingen wird uns das in unseren inhaltlichen Positionen nicht verändern. Aber es ist völlig klar, dass das natürlich ein Angriff in gewisser Weise auf die faire demokratische Auseinandersetzung ist und das verurteilen wir sehr scharf. Baerbock sollte mit der Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, Monika Heinold, an der Veranstaltung in der Lübecker Freilichtbühne teilnehmen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, der Hintergrund der Tat ist unklar.